So, herzlich willkommen zu unserem neuen Teil auf unserem Kanal von Sci-Fi Modeling und More. Wir sind wieder da, unsere technischen Probleme sind beseitigt und wir würden gerne jetzt wieder weitermachen. Der Stefan ist auch wieder da. Hallöchen. Und ich bin der Carsten. Und heute werden wir den zweiten Teil vom Cockpit zeigen mit den Löcherbohren, mit den LWLs einsetzen und den Sachen, wie man es machen muss. Ja? Und dann geht's jetzt los. So, dann fangen wir mal an. Als erstes, um Löcher zu bohren, brauchen wir ja Bohrer. Ich habe hier mal zwei Stück hingelegt. Das ist einmal der Handbohrer von Revell und einer vom Modelcraft, was ganz einfach ist. Der von Revell hat ein richtiges kleines Spannfutter, was man halt auf und zu machen kann bis zu einem bestimmten Punkt. Und für unsere 0,5 mm ist das alles völlig ausreichend. Hier ist ja schon einer eingespannt, der drin ist. Ich nehme mal den anderen. So, bei dem ist es so, wir haben hier auch Spannfutter drin, aber die sind mehr oder weniger fest für bestimmte Größen. Und um diese zu tauschen, es gibt hier vier Größen bei dem Bohrer. Ich drehe den mal auf. Das ist einmal dieser Einsatz. Dann gibt es den direkten Einsatz, den wir wahrscheinlich auch benutzen wollen für unsere 0,5 mm. Müssen wir mal gucken, ob der passt. Ich drehe den mal gleich um. Und falls noch mal irgendeine Zwischengröße sein sollte, haben wir hinten im Schaft, den können wir aufdrehen, sind dann auch noch mal zwei Größen drin. Hier sieht man das. Einmal diese. Ich drehe mal ein bisschen, damit man die Schlitze sieht. Und einmal diese. Wir müssen mal gucken, welchen wir genau davon brauchen. Ich denke mal, das wird doch der sein und nicht der andere. Testen wir nochmal, dann nehmen wir den raus, den rein, so, zack. Genau, so, wenn man den dann so komplett zudreht, sieht man, dann ist wirklich 0 und wenn wir diese 0,5 mm Bohrer haben, ist der hier einwandfrei dafür. Wäre der Bohrer soweit fertig. Dann kommen wir mal zu den Bohrern selber, mit denen man bohrt. Es gibt ja da auch verschiedene Anbieter, diverses. Es gibt einmal von Revell, die mit bei sind. Da ist aber, glaube ich, da ist kein 0,5 bei, sondern nur 0,7. Den lasse ich auch mal zu. Da sind halt drei Größen drin. Das seht ihr ja dann. Wir werden euch für den Bohrer auch noch einen Link da lassen. Dann gibt es diese Industriebohrer, diese fertigen. Diese. Und da sieht man ja schon, die haben dann halt so einen größeren Schaft, den man reinsetzen kann. Wie gesagt, der ist ja eigentlich für Maschinen gedacht. Kosten auch ein bisschen mehr Geld. Ich denke mal, der Bohrer, was hatte ich damals bezahlt? Ja, genug. Und die benutze ich eigentlich eher sehr, sehr selten, weil wenn ich viele Löcher bohren muss, die brechen die garantiert ab. Also eigentlich auch immer genug kaufen, damit ihr halt immer genug Reserve habt, weil nichts ist ärgerlicher, weil wenn diese Bohrarme hier, da muss man sich halt doch für überwinden, diese zu machen. Ich sag mal, wenn man da 200, 250 Löcher am Stück bohrt dann, und der letzte Bohrer abgebrochen ist, dann ist das nicht schön. Wie gesagt, da gibt es einmal diese Industrieteile, die man kaufen kann. Dann gibt es von Proxon, das ist auch so ein Dreier-Set, sind leider auch... Ja, Proxon ist immer eher die höhere Kategorie. Die sind recht teuer, aber brechen aber auch wieder recht schnell ab. Wie gesagt, damit macht, tut euch leider keinen großen Gefallen, weil das ärgert dann nur. Dann gibt es aus dem Baumarkt die 0,5er. Die liegen dann preislich unter dem Proxon, aber auch nur drei Stück drin. Wie gesagt, das ist auch nicht unbedingt so das Highlight, aber wenn man jetzt unbedingt welche braucht, kann man die auch mal schnell dort kaufen. Ich bin auf die
Idee gekommen, okay, guckst du mal im Internet, da gibt es diese 10er-Packs, pro Pack 1 Euro, 0,5 mm, da kauft man dann 2, kriegt einer umsonst, kauft man, sag ich mal, 100 Packungen. Wenn man mal welche braucht für zwischendurch. Wenn man ja immer welche braucht für MWL, so immer gern gesehen und immer gern im Haus, deswegen, davon sind meistens auch pro Packung 2, 3, 4 sind stumpf. Aber ich sag mal, bei dem Preis ist mir das egal. Dann kommen die weg. Wenn die abbrechen, kommen sie weg. Da ärgere ich mich nicht. Und kommt der nächste eingespannt. Also ich denke mal, das ist die Alternative, die ihr haben solltet. Ich werde den Link mal raussuchen. Die sind wirklich super, funktionieren und die sind eigentlich auch eine ganze Weile scharf. Und wenn ihr dann wirklich mal einen habt und den Dreh raus habt, dann könnt ihr damit locker eure 30, 40, 50, manchmal 60 oder noch mehr Löcher bohren. Je nachdem. Wie gesagt, wenn er abbricht, ärgert euch nicht, seht zu, dass er die Spitze rauskriegt, dass er euch nicht verletzt. Und ansonsten würden wir jetzt langsam mal loslegen mit dem Bohren. Und zwar werden wir uns erstmal die Seitenteile des Cockpits vornehmen. Oder ein Seitenteil des Cockpits, weil ihr wollt bestimmt nicht sehen, wie ich hier 250 Löcher bohre oder mehr. Da könnt ihr euch auch was anderes ansehen. Gras, es sei denn, wachsen oder ja, so, das sind so die Feinheiten. Ich sag mal, wir fangen dann an zu bohren. Bei diesen Teilen ist es ja gut. Man sieht ja hier schön, es gibt 5 weiße, 5 rote, 2 gelbe, 2 grüne, dann nochmal gemischt. Wenn ihr einen schönen scharfen Bohrer habt, kriegt ihr das sogar hin, den Bohrer auf diesem Feld anzusetzen und dort durchzubohren. Was ja das Sinnvollste ist an der Stelle, weil in dem Moment ersetzt ihr sozusagen das Gemalte durch Originallicht. Und das ist ja eigentlich der Sinn und Zweck der Sache. Dann gibt es ja noch diese Glaseinsätze, das sind ja die hier. Die sind ja auch erhaben, wo ihr als eigentlich eine Lampe ist, die sollen ja jetzt eigentlich bemalt werden in grün, rot, blau, wie auch immer, dass es dann halt durchleuchtet. Hier das Gleiche. Direkt oben drauf gesetzt, den Bohrer, diese dann ausgebohrt und dort auch eine LWL eingesetzt. Wir werden diese auch bohren, bevor wir sie einkleben und dementsprechend die anderen. Dann werden wir das Seitenteil einkleben, dann werden wir die LWLs einsetzen. Das zeige ich euch dann auch, wenn wir dann gebohrt haben. Dann fangen wir mal an zu bohren. Dann nehmen wir uns das Teil, setzen ihn den Bohrer an. Ja. So. Nummer 1 ist gebohrt. Ist ein kleines bisschen neben dem Weißen. Aber das fällt nachher, wenn die LWL drin ist, nicht auf. So, den zweiten. Ich werde jetzt mal nicht ganz so viel reden, weil man muss sich auch ein kleines bisschen konzentrieren, diese Löcher zu bohren. Ich habe nachher noch mal ein anderes Cockpit dabei, was wir aus Resin haben. Da werden wir euch mal entweder in diesem oder im nächsten Teil mal noch ein kleines Highlight zeigen, was man so alles auch machen kann. Wir werden dieses auch fertig machen, das andere Cockpit. Damit ihr mal seht, wie das dann aussieht, auch mit LWLs und allem drum und dran. Und aber das ist dann schon, sagen wir es mal vorsichtig, der abgefahrenere Part, weil der ist sehr aufwendig und die Sachen sind jetzt nicht einfach für jedermann irgendwo zu kaufen, beziehungsweise gar nicht zu kaufen, sondern die müsste man sich dann selber machen. Genau. Thank you.
im Schnitt vielleicht noch eine kleine Musik einspielen oder irgendwie sowas, damit das Gequietsche des Bohrers nicht so zu hören ist. Ich denke mal, das wird ein schneller Vorlauf. Das könnte man vielleicht auch als schnellen Vorlauf dann machen. Und deswegen zeigen wir euch jetzt auch bloß einen Seitenteil. Es ist überall dann das Gleiche. Das Seitenteil wird jetzt gebohrt, aber die Funktion und die Art ist jetzt überall das Gleiche. Das wird dann da eingesetzt oder da dann gemacht. Quietschen vorbei. Herrlich. So, weiter geht's. Nicht, dass er uns einschlaft hier. Ja, deswegen wird es dann Musik geben oder der fröhliche Wandermusik oder sowas. Beschleunigte Abspieler. So, das sind die Löcher für das ist die eine Cockpit-Seite. So, und jetzt können wir da nämlich mal. Hast du die Seite fertig? Ja. Die Löcher sind so fein, die sieht man immer noch nicht. Das ist eine Mikroskopkamera, das ist wirklich abartig. Hier seht ihr, dass ich bei den roten bin ich zum Beispiel ein bisschen weggerutscht, aber ganz am Ende ist das kaum zu sehen. Also, wie gesagt, wenn die LVLs nachher drin sind, abgeschnitten sind, sauber und die leuchten, dann fällt das nicht auf, dann sieht das fast aus wie dass es so sein soll. Und dieser eine Millimeter, wie gesagt, jetzt in der Kamera. Kameras sind immer undankbar, sagt man, weil die Qualität einfach so gestochen scharf ist und so gut ist, dass man echt alles sieht. Aber das bloße Auge, sage ich mal, gleicht das ja von sich aus. Das Gehirn sagt, das muss so und so aussehen und dann wird das auch teilweise zurechtgeschoben. Das ist wirklich so vom Auge aus. Was ich mit dem bloßen Auge sehe, ist meistens anders wie das, was ich in einer Kameraaufnahme oder bei einem Foto sehe, weil du beim Foto wirklich alles siehst. Vor allen Dingen ist es ja nachher auch noch so, wenn die Dinger leuchten, dann ist es ja dann auch noch alles ein bisschen hell und dann sieht man diese Ungenauigkeit dann auch nicht mehr, weil das eben halt alles so ein bisschen zerfasert und die Fläche darum eben halt farbig macht. Ja? So, weiter geht's mit den durchsichtigen Teilen. Oder auch nicht. Ich weiß auch, wie ich es damals gemacht hatte. Ich hatte die abgeschnitten mit einem Elektronikseitenschneider, weil diese Erhöhung kriegt man ja sowieso nicht weg. Abschneiden und dementsprechend Loch bohren an der Stelle. Das Plastik ist auch ein bisschen härter wie das von der Konsole. Dadurch ist das ein bisschen, wie sagt man, so. Da kannst du es ein bisschen leichter bohren. Das ist dann eben halt. Das Weiche, ja, das kann man leichter bohren und das andere dauert halt ein bisschen länger. Wie gesagt, nicht ganz so viel Druck ausüben, damit ihr halt dementsprechend entweder den Bohrer nicht verbiegt oder abbrecht und dementsprechend oder das Bauteil vielleicht sogar zerdrückt. Zack. Hier nochmal zwei. Und schneidet die nicht alle ab, weil so wisst ihr, wie viele Löcher ihr bohren müsst. Und ansonsten seht ihr das halt nicht wirklich, wenn ihr alle abschneidet, weil ihr habt ja nur eine Fläche. Seht ihr, zack, Bohrer abgebrochen. Wir brauchen einen nächsten. Wir haben jetzt 10, 15, fast 20 Löcher gemacht. Ein Bohrer weg, guter Schnitt.
Aber auch da hatten wir uns schon mal drüber unterhalten, so Modellbau ist nichts für Leute, die ein bisschen in Panik sind, sondern das ist eher, hat eher was Meditatives und es genau. kann alles vielleicht ein bisschen länger dauern. Genau. Und Schnitt. Wie gesagt, auf diesen Erhebung bohren, wer die Muße hat oder eine kleine Standbohrmaschine, die dementsprechend langsam dreht, weil das Problem ist ja, wenn ihr jetzt einen Dremel habt, den könnt ihr nutzen, aber durch die Geschwindigkeit bohrt ihr dort nicht, sondern ihr schweißt euch mit Wärme in das Bauteil rein. Und gerade bei dem Plexi, was wir jetzt hier zum Beispiel haben, das ist ja eigentlich mehr oder weniger das Plexiglas, der zerschmilzt in der Bohrung und ihr habt dann irgendwie das Loch dann drin, ihr wollt den Bohrer wieder rausziehen, der ist dann richtig eingeklebt und dann müsst ihr dann versuchen, das Ding dann irgendwie rauszukriegen mit diesem verklebten Plastik und ihr macht da eher mehr kaputt, als wie es einen Sinn hat. Weil ein Dremel bzw. ein Proxon und eine Standbohrmaschine und sowas, alles Kleines hätten wir auch hier, aber wie gesagt, die Dinger haben so um die kleinsten Einstellungen 3000 Umdrehungen und das ist einfach viel, 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 viel zu schnell. Da könnt ihr vielleicht ein Loch machen und danach ist der so heiß, dass der eben halt sich reinbrennt. Genau. Damit sind die Löcher hier auch drin. Dann würde ich sagen, kleben wir das eine Teil mal ein. Wir haben ja hier die zwei Löcher, an denen wir uns befestigen. Genau. So. Dann nehmen wir uns ein bisschen den Kundenkleber. Stifte drauf, das reicht ja aus meistens. Noch ein bisschen drunter. Und ja, es ist Sekundenkleber, ja, es ist Pinselsekundenkleber. Nehmt da nach Möglichkeit nicht irgendwie Revellkleber, weil der löst die Oberfläche an und dann habt ihr das Plastik, was ihr da gerade mühevoll gebohrt habt, ist nachher blind. Das kann nämlich passieren, dass der Kleber die Oberfläche dann wieder zusetzt. Blind kann es ruhig sein, da wir ja die Teile. Weil wir ja sowieso Glasfaser reinsetzen. Also Lichtwellenleiter. Aber du siehst es doch dann nachher, oder? Nee, siehst du nicht. Achso, okay, gut. Das ist alles. Oder? Vergiss das, was ich gesagt habe. So. Drinne ist es. Wie gesagt, das seht ihr nachher nicht, weil da sind ja die LWLs nachher drinne. Und wir müssen jetzt nur noch mal gucken, ob die Löcher, die wir gebohrt haben, glatt durchgehen. Und das machen sie meistens nicht, deswegen müsst ihr die noch mal nachbohren bei den Kunststoffteilen. So. So, dann hätten wir die. Jetzt kommen wir mal, so, eine Konsole erledigt, 4 Stunden später. Wir werden das komplette Bildmaterial in, ich glaube, bei 4 Stunden, wie viele Teile kriegen wir dann? 20 Minuten. Ich glaube, wir müssen da sowieso mal gucken, wie ich das hinkriege, weil der Speicherplatz ist ja nicht unendlich auf den Kameras. Müssen wir mal sehen, wie viel wir heute dann wirklich hinkriegen. Genau. So, jetzt kommen wir mal zu den Lichtwellenleitern. Ich benutze dieses hier von der Rolle. Du kriegst von diversen Herstellern, gibt es ja von Modellbauherstellern, dann kriegt man da mal so 2 Meter Enden. Die kosten halt Summe X. Ich nutze diese Rollen. Die gibt es von Stern OHG bei Amazon. Link werden wir euch gerne reinstellen. Liegen jetzt, also früher als ich die gekauft habe, lagen die so bei um die 20 Euro. Ich denke mal, die werden jetzt so bei 23 Euro liegen.
LWL von der Rolle, das sind immer 100 Meter. Ja, ich weiß, ihr habt nur ein Cockpit und ihr braucht es nicht, aber wenn ihr auf den Geschmack gekommen seid und sagt, boah, ich will noch mehr beleuchten, alles drum und dran, dann ist es immer gut, etwas LWL im Haus zu haben. Und ich sag euch, diese 100 Meter, davon gehen jetzt für das Cockpit, denke ich mal, so um die 30, 40 Meter werden da drauf gehen. Weil wir müssen die auch immer etwas länger lassen, die LWLs, weil wir die ja nachher in die Halterung für die LEDs stecken müssen und dementsprechend muss man die auch händeln können. Du musst die ja irgendwie durch das Cockpit durchkriegen, du musst die hinten am Gestänge vorbeikriegen, das zeigen wir euch in einer späteren Folge, und du musst sie dann halt, wie gesagt, dort einführen können, dann müssen die eine gewisse Länge haben. Weil wenn ihr die genau auf Länge schneidet und ihr die irgendwo lang biegt, dann verändert sich die Länge durch diesen Biegeradius. Nicht den Radius selber, sondern die LWL geht ja einer irgendwie einer bestimmten Form nach. Und zack, schon habt ihr das Problem, dass die LWL an der Stelle vielleicht zu kurz ist, obwohl ihr die genau ausgemessen habt. Das heißt, tut mir den Gefallen, lasst die erstmal so lang, egal ob die stören oder nicht. Wir nehmen dafür nachher so eine Modellbauklammern, mit denen machen wir ein paar zusammen, binden die zusammen, wie auch immer. Das machen wir dann mit so einem kleinen Crepe-Tape, da, weil das ist kleberückstandslos. Was zeigen wir euch auch macht. Alles nachher? Und dementsprechend lasst die einfach erstmal lang genug, die könnt ihr dann hin und her ziehen, die brechen auch nicht, die sind wirklich echt flexibel, die könnt ihr zusammen machen. Ich habe die in einem anderen Modell benutzt, da habe ich die fast 90 Grad gebogen und die ist jetzt seit 2 Jahren da drin und die funktioniert immer noch. Aber wir haben es auch in einem anderen Video schon mal gezeigt, da haben wir die auch um 90 Grad geknickt und das Licht kommt auch durch, also das ist auch nicht das Problem, dass ihr da denken müsst, leichten Bogen und der Rest. Nein, die Dinger funktionieren auch, wenn die im rechten Winkel liegen. Und dann so. Und die Rolle, die ich jetzt hier liegen habe, die ist ungefähr alt, circa 2 Jahre. Also das heißt, die werden dann vielleicht, es gibt welche, die werden schnell brüchig, weil die sind dann hygrostatisch. Das habt ihr zum Beispiel, war so meine allererste Intention vor langer, langer Zeit. Dachtest ihr, bei Roller gibt es diese Sternhimmellampen mit LWL-Fächer. Habe ich mir gekauft, dachte so, oh mega, gucken wir mal. Ausgepackt, die wackeln ja so hin und her, alles super. Angemacht, ja, LWL leuchten nur oben, an den Seiten nicht, alles so wie es sein soll. Gemessen 0,5 mm, oh geil, die nehmen wir jetzt. Die im Modell verbaut, auch um die Ecken gebogen und ob ihr es glaubt oder nicht, 2 Monate später abgebrochen. Da wo sie gebogen waren, hatten die so viel Druck, dass die dann echt gebrochen sind. Tut mir einen Gefallen, die Lampe kostet nur 2-3 Euro. Sagt ihr, habt ihr ein Schnäppchen gemacht? Habt ihr. Wenn ihr das Modell zusammengebaut habt und euch die LWLs wegbrechen und dort kein Licht mehr an die Punkte kommt, die ihr haben wollt, dann habt ihr mit diesen 3 Euro leider nichts gewonnen. Lieber ein kleines bisschen Geld ausgeben, obwohl das immer noch günstig ist. Ich sag mal, die 100 Meter für 20 Euro, die wirklich funktionieren. Ich habe teilweise LWLs drin, die sind jetzt seit 5-6 Jahren drin von dem. Und da ist bisher noch nichts passiert. Also die sind wirklich alle noch so, wie sie sein sollen. Also ich sag mal, von der Erfahrung her kann ich euch die echt nur empfehlen. So, dann genug geschwätzt, fangen wir mal an. Wir nehmen uns die LWL-Rolle, nehmen uns das Cockpit-Teil. Sagen wir jetzt erstmal tschüss. Tschüss, vielen Dank fürs Zusehen und mit den LWLs, wie die reingesetzt werden, wie das angeklebt wird und so weiter und so fort, zeigen wir euch im nächsten Teil. Danke. Also, tschüss.